Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Harvest Moon, eine Welt. Ach, ist das nicht wieder schön, wenn man sowas immer am Anfang sieht. So ein schwarzer Bildschirm mit ein paar Goldmünzen. So, wir haben jetzt im letzten Part unsere Farm anders aufgebaut, beziehungsweise wir sind umgezogen mit unserer Farm. Und wir wissen jetzt, wir brauchen Melone. Und dafür müssen wir auch Melone finden. Also Melonensamen erstmal finden. Das Einzige, was wir hier finden, sind erstmal Süßkartoffelsamen. Und ich hoffe, dass der Spargel hier diesmal besser wächst als bei dem anderen. Okay, der andere ist ja auch gewachsen, mal davon abgesehen, es war ja dann schwarzer Spargel. Aber trotzdem wäre ich froh, wenn wir hier noch andere Sachen finden würden. Oh, oh, hier haben wir noch Kokosnüsse. Die können wir mitnehmen. Das ist alles Geld. Und dann kümmern wir uns noch ganz kurz um unsere Tiere, denn wir haben ja jetzt Frieda und Gertrud. Wer beim letzten Part nicht zugesehen hat, Frieda ist unsere kleine Kuh. Ja, Frieda, ja. Bist eine feine Kuh. So. Das füllen wir auf. Und Gertrud lassen wir auch mal ganz kurz schön, oder streicheln wir auch mal ganz kurz, nicht lassen wir ganz kurz streicheln, sondern die streicheln wir selber. So. Gut. Aber jetzt stellt sich mir die Frage, wo bekommen wir eine Angel her? Wie können wir unsere Ausrüstung verbessern? Es sind so viele Fragen offen. Und ich lese auch in den Kommentaren mittlerweile. Also ich lese die Kommentare immer alle. Manchmal antworte ich, manchmal nicht. Muss ich dazu sagen, weil manchmal möchte ich halt auch nicht spoilern. Ja, und manche, die dann halt Hinweise geben, dann sage ich mir, okay, gut, ich weiß es schon. Antwortest du jetzt drauf? Ist dann immer sehr schwer. Deswegen bin ich da mal ganz vorsichtig, was ich antworte. Manchmal muss ich da ein bisschen überlegen. Und dann schreibe ich manchmal lieber gar nichts, statt dass ich dann doch vielleicht spoilere und der andere dann sagt, ach Mann, warum hast du mir das gesagt? Ich finde es viel interessanter, wenn du das selber herausfindest. Ja, habe ich ja, aber du weißt jetzt schon, dass ich es herausgefunden habe. Ist immer ein bisschen schwer. So. Ich hoffe aber, euch passt das so bisher von der Länge der Folgen her. Da sind immer so, ja, ich sag jetzt mal 16, 17 bis 25 Minuten. Kommt immer drauf an, wie sich das Ganze halt dann ergibt, wie es passt. Denn es soll ja auch nicht zu viel werden. Da ist die zweite Wassermelone, das ist schon mal gut. Die brauchen wir. Denn drei Stück sind vonnöten, um die Aufgabe zu erfüllen. Und auch der Spargel ist wichtig und, ja. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich hier noch genügend andere Ressourcen finde. Ich hätte gerne noch eine Wassermelone. Ja, Hibiskus. Gut, ich könnte noch den Hibiskus anpflanzen. Wäre noch eine Möglichkeit, jedenfalls. Aber schlussendlich geht es mir erstmal darum, hier alles zu sammeln. Was geht? Riesenzwiebelsamen. Ja, ich könnte natürlich jetzt auch Erze farmen gehen. Wäre auch gar keine schlechte Idee. Aber solange ich halt noch nicht weiß, wo ich jetzt was herbekomme, ist es halt ein bisschen, ja, rumstochern im Trüben. Von dem her lieber noch eine Melone suchen und hoffen, dass wir eine Melone finden. Karotten. Okay. Oh. Eine Bambus. Ne, die Bananen wachsen noch. Selleriesamen. Sonnenblumensamen. Also saattechnisch sind wir sehr gut aufgestellt. Aber das ist ja halt noch nicht alles.
Dein Rucksack ist voll. War ja klar. Es musste ja so kommen, dass mein Rucksack voll wird. Dann hoffe ich jetzt einfach, dass ich hier gegebenenfalls noch... Dein Rucksack ist voll. Ich suche eigentlich noch einen Melonensamen. Oh, da ist der Bär. Hallo, Bär. Der Grizzlybär. So, erstmal gleich die Beliebtheit beim Bär gesteigert. Ein Selleriesamen. Ich suche Melone. Wassermelonensamen, super. Da haben wir sie doch, die dritte Wassermelone. Grüne Paprika und... Dein Rucksack ist voll. Okay, egal. Aber ich habe die letzte Wassermelone. Die könnte ich dann pflanzen. Jetzt müssen wir aber nur erstmal den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ja, die Wege sind hier extrem lang. Nur damit es halt ein bisschen größer wirkt, die Welt. Die eine Welt. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich finde es ja eigentlich so gesehen authentisch. Aber es könnte halt, wie gesagt, ein bisschen voller sein. Aber vielleicht haben sie das aus Performance-Gründen angepasst. Die Frage ist... Performance-Gründe nur für die Switch oder ist das auf allen Versionen so? Vielleicht ist ja hier jemand, der das, keine Ahnung, für PlayStation 4 hat, für die Xbox, für den PC. Oder wo es das alles gibt. So, wo ist die Melone? Da. Riesenzwiebel. Wassermelone. So, dann können wir doch auch schon schlafen gehen. War wieder ein sehr kurzer Tag. Aber... Hier hätte ich gern so eine Schnelltaste einfach mit rübergeben. Den Hibiskus, den möchte ich beim nächsten Mal noch... rübernehmen. Hibiskus, wo haben wir ihn? Ach. Da ist er. Ansonsten sieht das eigentlich relativ gut aus. Halt, wie sieht es in den Taschen aus? Oh, 21 Kokosnüsse. Das ist einiges, was ich da an Geld habe. Und Muscheln 10 auch zu essen. Gut, dann legen wir uns mal schlafen. Und schauen wir mal, was uns der nächste Tag bringt. So. Ein neuer Tag ist angebrochen. Hoffentlich regnet es mal. Ja, es regnet. Oh, und Gewitter. Egal. Hibiskus. Der bringt uns nämlich viel Knete. Und so viel kann ich ruhig einpflanzen. Und das ist auch gut. So, dann kann der Rest nämlich schon wieder weg. Ein Haustier habe ich noch nicht. Und ich kann schon das erste einsammeln. Ach, ist das schön. So, dann kurz um die Tiere kümmern. Raus geht ihr allerdings nicht, ihr lieben Kühe. Frieda und Gertrud, ne? So, noch muss ich euch kein Essen geben. Das ist auch gut. Das Positive ist, ich könnte jetzt das Gras anpflanzen. Ich könnte jetzt also hier alles leer machen und da einmal komplett Gras rausholen. Und ich glaube, das mache ich auch. Denn dann haben wir auch genügend an Tierfutter.
Gras bekomme ich ja auch eigentlich immer sehr viel wieder. So. Ja doch, ich würde sagen so... Das sind Streifen-Hibiskus-Samen. Hm. So, das wären 80 Stück. 80 Stück, wenn ich davon 8 Stück pflanze vom Gras. Ne, 16 Stück pflanze. Gut, da muss ich immer sehr viel Wasser nachholen und so weiter. Das ist klar, aber wenn es regnet, habe ich zum Beispiel Glück. Also von dem her... Und dann werden wir jetzt auch einmal den Dünger ausprobieren. Und dann mal herausfinden, ob der das dann beschleunigt. Ich könnte noch eigentlich nochmal in die Beschreibung gucken. Vielleicht hat es auch schon wieder jemand in die Kommentare geschrieben. Kann auch sein. Den Dünger kannst du verwenden, weil, keine Ahnung, er macht das alles schneller. Wie gesagt, ich gucke jetzt einfach mal, was da steht. Tierische Abfälle mit Hilfe des Düngermischen gewonnen werden. Okay, da ist jetzt Dünger drauf. Gut. So, dann sorge ich hier noch ein bisschen weiter für Ordnung. Wunderbar. Und der letzte Stein noch. Hier ist aber auch kein Wichtel. Nein. Der Baum auch noch weg. Damit haben wir erstmal schön alles mit Ordnung. So, wie es inventartechnisch aus, haben wir auch noch Platz. Gut. Jetzt gehe ich mal in die einzelnen Häuser rein und gucke, ob ich da irgendwas erfahre. Hier kann ich nicht rein, da kann ich nicht rein, da kann ich nicht rein. Da kann ich rein. Hier habe ich eine Küche, aber an der Küche darf ich nichts machen. Also ich sehe nur, wie hier die Inneneinrichtung ist. Das war es dann auch schon. Doc liegt da. Da ist der Händler, wo ich Sachen verkaufen kann. Da ist das Restaurant, wo ich mir Rezepte holen kann. Hibiskussamen ist gut. Hier ist eine Angel. Darf ich die Angel nehmen? Nein, natürlich nicht. Vielleicht müssen wir bei ihm ein bisschen besser punkten. Das heißt, Freunde gewinnen. Canoa. Dorade paniert. Milch hat eine Abneigung. Geburtsdatum 26. Heiße Schokolade. Ziegenmilch. Kaffee. Na super. Ach Mann, nein, ich wollte nochmal rein. Mineralien. Oh, Kokosnüsse. Grundel paniert. Spiegelei. Apfelgelee-Brot. Juwel. Ja, ist klar. Samantha Juwel, ne? Kokosnuss. Ich habe jetzt, glaube ich, gar keine Kokosnuss im Inventar. Nein. Aber alles kein Ding. Das kriegen wir schnell hin. Oh. Das nehmen wir noch mit. Hibiskussamen. So. Ach komm. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Da. Zwei Stück nehme ich mal mit. Ich stelle mir gerade die Frage, wo ist meine ganze Ausdauer hin? Berechtigterweise, denke ich mal. So. Dann bringen wir ihn jetzt einfach meine Kokosnuss. Da ist er doch. Ne, ist er das? Ne, das ist Holokai. Bin ich jetzt blind?
Ich suche nicht Holokai, ne? Ach, Seth. Ah, Seth war... Seth war oben. Puh, schaffe ich das zeitlich? Ausdauertechnisch, zeitlich? Ah, wird schwer. Du bist müde. Nee, das würde ich niemals schaffen. Wenn es dann noch in der Wüste heiß ist, keine Chance. Dann legen wir uns lieber schlafen und freuen uns auf den nächsten Tag. Hä? Nein, oder? Sieht prozentual besser aus? Nein, natürlich nicht. Dann schlafen wir eine Runde. Eine schöne Runde Schlaf. Kann schon weiterhelfen. Oh, das tat so gut. So. Es ist bewölkt, aber egal. Wir gießen jetzt. Und der Spargel ist fertig. Das ist schön. Dann können wir die Spargelaufgabe jedenfalls schon mal erledigen. Schön. Spargel ist erledigt. Das ist doch eine schöne Sache. Dann bringen wir jetzt den Spargel, den... die Margeriten brauchte ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich brauchte noch den Kohl. Dann bringen wir das einfach mal alles rüber. In der Hoffnung, dass sie auch da sind, ne? Nicht, dass sie wieder den ganzen Tag schläft, die Gabrielle. Ich weiß gar nicht, wer den Spargel brauchte. Gießkanne ist leer. Ich frage mich jetzt wirklich, wenn ich das eine da mit Dünger bestreut habe, ob das jetzt wirklich besser ist oder nicht. So, was brauche ich, wenn ich da hingehe? Ich brauche die Melone erstmal noch nicht. Genau. Ich brauche den Romana-Salat. Nein, das brauche ich nicht. Den Spargel habe ich. Und ich glaube, mehr war es jetzt erstmal nicht, was ich brauchte. So, wir gucken nochmal in die Aufgaben. Baue eine Küche, baue einen Düngerauftrag von Benny. Zwei Rüben. Ich brauche also noch Rüben. Und was kriege ich dafür? Milch. Ein neuer Weg wird freigeschalten. Ginkgo-Holz, 4 Stück. Ja, gut. Roma-Salat, okay. Tilapia. Genau, und das auch noch. So. Alles da oben. Ein Fragezeichen dafür. Okay. Jetzt wollte ich noch ganz kurz mich um meine kleinen Süßen kümmern. Oh, du machst ja aber einen Müll, Frieda. Frieda, Frieda, Frieda. Was soll ich nur mit dir machen? Ach, und Gertrud macht auch noch Mist, ne? Ist ja klar. Und wer darf sauber machen? Ich natürlich. Aber okay, dafür bekomme ich ein Ei. Und dem her alles gut. So, dann gehen wir mal rüber. Nämlich eine Person ist da. Und das ist schon mal wichtig, dass jedenfalls eine Person da ist. Dann ist der Weg nicht ganz so umsonst. Oh, was war das denn? Da musste er den Bereich laden. Oh, 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 Natsumi. Oder Rising Stars? Gut, Natsumi Entwickler, Rising Stars Publisher. Trotzdem, sowas sieht man nicht gerne. Die Steine werden übrigens immer größer, sehe ich gerade. Das heißt, ich freue mich schon, wenn ich eine bessere Spitzhacke bekomme. Aber trotzdem nehme ich hier natürlich die ganzen Samen mit.
Komm, Droh, das schaffst du. Alles noch Vormittag an die Brücke zu kommen. Yes, Vormittag an der Brücke. Ach, der will immer noch Margeriten. Ernsthaft? Oh, das Häschen wieder streicheln. Hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich hoffe, dir geht's gut. So, hier drin. Dieses Dorf wird oft mit Graffiti bemalt, aber es ist so hübsch, dass es schade wäre, es wegzumachen. Aber habe ich jetzt den Spargel nicht mit? Ja, doch. Halten. Elijah und Benny sind seit ihrer Kindheit dicke Freunde. Sie haben niemals genug voneinander. Die muss draußen rumrennen. Och nö, dann komm raus. Die muss doch nur draußen rumrennen, mehr nicht. Ja, Benny, tut mir leid, ich habe jetzt gerade keine Rüben da. Ich habe es voll vergessen, Rüben zu holen. Muss ich dann gleich mal anpflanzen. Das ist doch doof. Na, gucken wir mal ganz kurz, wie es hier unten aussieht. Ja, habe ich schon fast mitgerechnet. So. Ich hoffe mal, dass die Frau gleich unterwegs ist. Nö, jetzt ist sogar, glaube ich, weg. Oder es überlagert sich gerade. Es überlagert sich, okay. Moment, das sind jetzt also Genko-Bäume? Woran würde ich die denn erkennen? Dieser Baum ist zu schwer zum Fällen. Wow. Grizzly streicheln. Gut, das ist ein Braunbär und kein Grizzly, aber egal. Ein Grizzly wäre zwar größer. Ah, verdammt. Gut, Genko-Bäume darf ich schon mal nicht. Und die verrückte Ärztin ist schon wieder nicht verfügbar. Orangen-Paprikasamen. Rübensamen. Ja, gut, ich werde ein paar Rüben pflanzen. Ihr habt ja gewonnen. Grassamen ist schon mal wichtig wieder. Du warst freundlicher Mann. Gabriel ist Tierärztin. Aber wenn ich es mir recht überlege, habe ich noch nie gesehen, dass sie Tiere behandelt. Oh, Gabriel ist... Sie ist verfügbar. Ja, ja, Gabriel ist verfügbar. Ich hoffe, sie steht auch draußen rum. Na, komm. Komm, jetzt erstmal Gabriel. Oh, du hast meinen Brief also gelesen, Trupley. Danke, dass ich... Das ist eine große Hilfe. Damit kann ich Medizin herstellen. Ich bin so froh, dass ich dich um Hilfe gebeten habe, Trupley. Nein, ich habe nichts gesagt. Hier, es ist nicht viel, aber ich möchte, dass du es als Dankeschön annimmst. So, Tierarznei. Und sie hat eine Katze. Eine schwarze Katze. Oder dunkelblau oder wie auch immer. So. Rübensamen noch einsammeln. Weiße Auberginen. Und jetzt zurück. Wundert mich immer noch, dass ich der Frau den Spargel bringe und sie den Spargel gar nicht haben will. Ich gucke nochmal, ob sie jetzt bereit ist zu reden. No chance. Die will den Spargel nicht annehmen. Und jetzt den ganzen Weg zurücklaufen und das in der kurzen Zeit. Trotzdem werde ich hier noch die Sachen mitnehmen. Wie sieht's aus? Ach gut, Inventar ist voll. Also jetzt ist es ein Glücksspiel. Entweder ich kann es sammeln oder nicht.
Das heißt, sie könnten schon eigentlich alles Genko-Bäume sein. Oh mein Gott, die Zeit ist echt viel zu schnell vorbei. Und soweit mir das bekannt ist, soll das auch bei Story of Seasons, Pioneers of Olivetown der gleiche Fall sein, dass die Zeit immer so schnell vorbei ist. Finde ich ehrlich gesagt für meinen Geschmack sehr schade, dass die Spiele mal so schnell dann vorbeigehen, dass man das nicht selber so ein bisschen beeinflussen kann, dass man nicht sagt so, okay gut, wir verteilen das auf so eine halbe Stunde dann für den Tag. Sowas in dem Rahmen, aber... So, erstmal alles hier verstauen. Gut, morgen kann ich dann Rüben anpflanzen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.